Hier ist wieder Tomari von GamersPalace.de. Wir sind gerade beim Beginn einer neuen Story-Mission in Watch Dogs und sollen uns hier Zugang zu einem weiteren CTOS-Kontrollzentrum verschaffen. Und hier neben diesen feiernden Leuten, die jetzt mal wieder nicht auf uns reagieren, müssen wir jetzt mal wieder eine Wache mit Zugangscode identifizieren. Hier pullert mal wieder jemand. Sehr hübsch ist das. Gucken wir mal. Kein Zutritt, weg hier. Er sagt uns schon, dass wir hier keinen Zutritt haben. Müssen jetzt irgendwie an eine Kamera kommen. Das geht hier. Mal gucken, welche Wache diesen Code hat. Hier eine Kamera? Nee. Aha, gut. Können wir schon den Zugangscode herunterladen? Und jetzt sollen wir den Server hacken. So, mal gucken, wo noch Kameras sind. Schaut hier aber gar nicht so aus, als ob noch welche da sind. Na gut, dann laufen wir hier mal ein bisschen drumrum. Vielleicht finden wir da noch was. Ansonsten ballern wir uns einfach wieder durch, so wie wir das ja bisher immer ganz gut gemacht haben. Wie viele pullernde Menschen stellen die denn hier eigentlich hin? Ich glaube, die haben echt keine anderen Hobbys. Ach. Na gut. So, manche Dinge sind schon ganz witzig. Jetzt müssen wir hier aber mal gucken. Oh, hier bleibe ich stecken. Müssen wir mal gucken, wie wir hier reinkommen. Ich glaube aber fast, das wird auf Ballern hinauslaufen. Glaube ich. Ging es hier rein vielleicht? Ja. So. 14 Meter nur noch. Mensch. So, jetzt haben wir losgelegt. Müssen wir mal gucken. Wir kriegen was ab! Er ist hier. Pass auf! Er ist weg! Ich bin gar nicht weg. Halte mir die Tür vor! Na komm, ja. Jetzt auf den hier drüben. So, das war's schon. Na gut. Dann hat sich das Durchballern ja direkt gelohnt. Dachte ja, es lohnt sich nicht so sehr. Aber gut. Immer viel leichter als leise vorzugehen. Das ist so faszinierend. Na gut. Es ruft jetzt aber auch niemand von außerhalb die Polizei, ne? Das ist ja in einem Spiel, wo angeblich alles ach so toll vernetzt ist, ist das echt faszinierend.
Gut, wir haben wieder mal eine neue Waffe bekommen. Hier gab es doch noch irgendwas. Na gut. So. Hier sollen wir eindringen. Und ein kleines Hackerspiel mal wieder. Reingehackt. Neues Video. Mal gucken, was wir hier sehen. Ja, wie immer tauchen wir in irgendwelche Geheimnisse der Leute ein. Sehen jetzt hier, dass er sich ein bisschen vergnügt hatte mit ihr. Wahnsinn, aber das gut. CTOS nimmt tatsächlich jede Minute auf. Und die Bürger haben keine Ahnung. Okay, also los jetzt. Ihr könnt das, Jungs. Soll das ein Witz sein? 10 Millionen Dollar pro Jahr und ihr könnt keinen beschissenen Ball fangen? Hängt euch auf, ihr elenden Versager! Sehr krass. Und die Kamera. Und dann kriegen wir den Server bzw. das Kontrollzentrum. Oh, neues Kontrollzentrum gehört uns. Sehr, sehr schön. Teilen wir gleich mal die Skillpunkte. 3 Stück haben wir. Fangen wir mal das mit den Dampfleitungen. Das ist ganz cool und auch recht fies gegenüber von anderen, gerade wenn ihr mal Online-Rennen fahrt, ist das eigentlich wirklich ganz gut. Das Verbrechen machen wir jetzt mal nicht. Denn es geht uns in erster Linie darum, jetzt die Kampagne in dem Let's Play zu zeigen. Das habe ich ja eingangs auch angekündigt. Bewegung! Hier geht es auch direkt weiter schon mit der Story. Unfall gebaut, naja, gut. Notdürftig heißt die Mission. Damit du es weißt, du bist ab sofort nicht mehr auf meinem Raster. Rossi Fremont. Sie hatten so viel vor mit dem Viertel. Gebracht hat's nur, dass jetzt alle Banden unter einem Dach sind. Von der Stadtteilgemeinschaft bleiben nur noch Wohnblockgemeinschaften. Was ist mit den anderen? Die spielen mit oder ziehen weg. Ich werde mich mal umsehen. Herausfinden, was die so machen. Okay, oh, schon wieder ein Sperrgebiet. Toll. Was ist denn das? Damiens IP zeigt irgendwo hier hin. Die Typen haben das zu einer Festung ausgebaut. Allein komme ich da nie rein. Okay. Ich schleiche mich in ihr Netzwerk. Und dann können wir einen Blick hineinwerfen. Oh. Als hier irgendwie reinkommen. Wahrscheinlich ballern wir hier doch schon wieder, so wie es aussieht.
Kann ich hier drüber klettern? Wäre noch schöner gewesen, wenn er uns gesehen hätte. Kann ich das jetzt bitte benutzen, oder? Was zum... Ah! Da fickt der Scheiße! Oh. Verfick dich! Sag diese Dinger nicht mehr! Ah, das war nicht so gut, was wir gerade gemacht haben. Gut, haben wir uns jetzt selber ein bisschen hier eingebrockt, das Ganze. Gut, egal. Ballern wir eben. Oh, das geht nicht. Sind so weit weg. Haben wir irgendein Scharfschützengewehr? Nö. Never ever erwischen wir den. Hat doch. Na gut. Das funktioniert also doch. Pistolen sind unser Helfer. Sogar der hat jetzt geklappt und sogar mit einem Kopfschuss. Oh Mann. So, noch Leute, die was abbekommen wollen, ja. Oh, Manni. Weg. Mann. Verschwindet gar nicht. Neue Waffe bekommen. Das stimmt was nicht, Kumpel. Schalt das ab, verdammt! Oh, nicht mich umbringen, danke. Oh. So, das war's schon wieder. Oh, das ist ja nervig. Ich dachte, wir spielen ein... Oh, das wollte ich nicht. Ich dachte, wir spielen ein Hackerspiel, das kein... Kein Ballerspiel. Was machen das jetzt? Jetzt kommen schon wieder Gegner. Aha. Wo ist denn das jetzt? Ach.
schön, ehrlich. Hab ihn gerade noch gesehen, kann nicht weit sein. Scheiße, Mann. Ihn hat's erwischt. Nein, keine Verstärkung. Hier, du willst Verstärkung. Ah, oh, Mann, nein. Mann! Hat er tatsächlich Verstärkung gerufen? Oh. Kommt raus aus eurer Deckung. Mann! So. Das war's wieder. Noch reinhacken. Schalten Sie den CTOS-Turm frei. Du rufst gerade jemanden an. So. Lucky glaubt, dass sich alle Probleme mit einer Waffe lösen. Muss es mal begreifen. Dieser Rächer, der jeden verfolgt. Das ist die neue Art von Killer, mit der wir es zu tun haben. Irgendwo, Mann, wo denn sonst? Eine Waffe kann nur ein Problem lösen. Das ist mir zu viel, Kumpel. Hey, Alter! Das ist unser verficktes Revier! Nicht ohne, dass du ihn triffst. Mach's dir bequem, Penner. Das wird eine Weile dauern. Ich werde in der ersten Reihe sitzen, wenn ihr den Club ausschaltet. Und was mich wenn ich du wäre, würde ich mir ein besseres Versteck suchen. Scheißkerl kann mir gar nicht. Wenn du da bleibst, Ficker, werde ich zu dir kommen. Das ist... So... So. Dieses Stück Scheiße funktioniert nicht. Der schafft sich weg. Warum auch immer wir da jetzt fliehen müssen, wir auch immer da hinterher jetzt ist, keine Ahnung. Versuchen jetzt mal wieder zu fliehen.
Scheiß drauf, ich komm den einfach weg. Pass auf! Oh. Oh, jetzt haben wir uns selber erwischt. Toll. Das ist ja blöd. So. Das war jetzt also die Mission, ja? Das sollte reichen. Ja, wir sind verbunden. Jetzt kannst du einen Blick nach Rossi Fremont werfen. Danke für alles. Du warst eine große Hilfe. Hey, einem Abenteuer kann ich nicht widerstehen. Dann sind wir also fertig? Nein, ich fange gerade erst an. Ich muss da rein. Ein paar Antworten finden. Und meine Schwesterin. Und sobald du deine Antworten hast, was dann? Dann finde ich raus, wer dahinter steckt. Und sorge dafür, dass sie bezahlen. Jeder Einzelne, der mit Linas Tod zu tun hat. Bist du noch da? Ja, ich bin da. Okay, ich sehe dich dann. Was macht denn das Auto hier gerade? Oh, das ist ein bisschen verpackt, ne? Oh, jetzt nicht mehr. Schade. Und der nächste Skillpunkt ist da. Zwei Stück sind an der Zahl. Oh, was haben wir denn hier? Verlängert die Dauer des Fokus. Ist gut. So. So, die nächste Mission steht an. Machen wir aber erst im nächsten Video. Ich fahre dann da schon hin. Jetzt hören wir da doch noch erst das Telefonat an. Woher hast du diese Nummer? Du bist dieser Rächer. Das ist eine riskante Behauptung. Ja, Mann, genau das ist die Stimme. Hast du eine scheiß Angst eingejagt beim ersten Mal? Dazu, ich hab da was dich vielleicht interessieren könnte. Ich hab herausgefunden, dass die Polizei mehr Waffen auf die Straße bringt. Was soll das bitte heißen? Ich hab da was mitgehört. Die verkaufen das Zeug kistenweise. Undercover. Die Frage ist nur, wozu? Und wo? Und natürlich wer? Tobias. Ja, genau. Ich zeig dir, wo die die Sachen verkauft haben. Aber nachsehen musst du selbst. Nur eine Sache. Du erwähnst mich in deinem Manifest. Ich habe gar kein Manifest. Das kommt noch. Ah, okay. Also jetzt neue Nebenaktivitäten durch Tobias. Ah gut, das wollen wir jetzt erstmal nicht machen. Sondern wir wollen ja zur Kampagne. Treffen wir also wieder Clara dann. Ja, wie gesagt, ich fahre da jetzt hin. Und die Mission machen wir dann im nächsten Video. Bis dahin.